Winstongolf.de, ein Gemeinschaftsprojekt, realisiert von Mandarin Medien zusammen mit den Agenturen Subjektiv und 53 Grad Nordost Kommunikationsdesign. Ende März gab es für die Internetseite einen Preis, Platz 2 beim Website Award Mecklenburg-Vorpommern 2011. Das Interaktive hat die Seite sehr nach vorne gebracht, also dass man quasi auf der Karte sich verschiedene Löcher heraussuchen kann und dazu Beschreibungen und auch gleichzeitig Fotos bekommt. Dann ist es natürlich super, die Fotos sind erstmal sehr gelungen und sie erstrecken sich über den kompletten Desktop. So, das ist schon sehr außergewöhnlich, sage ich mal. Ein relativ aufwendiges Projekt, innovativ umgesetzt mit sogenannter Ajax-Technologie. Damit ist es dem User möglich, per Klick die Inhalte einer Website zu verändern, ohne dass die Seite komplett neu geladen werden muss. Also ich muss sagen, Winstongolf war auch ein Projekt, was jede Menge Spaß gemacht hat, aufgrund der Technik, die wir auch verwendet haben. Man hat nicht oft die Möglichkeit, dass ein Kunde bereit ist, auch so eine Technik für die Webseite einzusetzen, weil die auch sehr aufwendig ist und so weiter. Dementsprechend hatte ich da meinen Spaß dran und das ist natürlich umso schöner, wenn da auch noch ein Preis bei rumkommt. Also gerne mehr so von solchen Projekten. Nicht nur Programmierung und Entwicklung, auch ein äußerst innovatives Design steckt in winstongolf.de. Ein Aufwand, der sich am Ende gelohnt hat. Also es ist ja so, wenn man sich andere Golfplatzseiten anguckt, sticht unsere ja schon ein bisschen hervor. Es ist ja schon anders. Wir haben uns für Schwarz entschieden. Das Schwarz ist natürlich im Golfbereich nicht wirklich präsent. Und von daher finden es alle ganz, ganz frisch. Sie finden es neu, sie finden das Design wirklich auch schön. Und sie finden es halt wirklich so, dass es halt wirklich interaktiv ist. Sie können sich alles angucken, sie bekommen schon im Prinzip eine Idee, was erwartet mich dort und von daher, viele Kunden reagieren sehr, sehr positiv drauf. Und wir werden natürlich gebucht, auch über die Seite, also von daher sehr gut. Insgesamt 3 Platzierungen und einen Sonderpreis gab es bei der Verleihung in der Rostocker IHK. Platz 1 ging an maikau.de, die Siegerin wird Mecklenburg-Vorpommern dann beim bundesweiten Website Award vertreten. Unser Sieger der Herzen, der offizielle Platz 2. Winstongolf.de, eine Kooperation der Agenturen Subjektiv, 53 Grad Nordost Kommunikationsdesign und Mandarin Medien.